Hallo und herzlich willkommen zurück auf der schönen Seite der Dunkelheit. Willkommen zurück zu South Park, direkt der Cholera Zerreißprobe. Ja, nachdem wir in der letzten Folge gegen Mysterio und seine Leute gekämpft haben, kommen wir jetzt wieder zurück zum Kuhn-Versteck. Aber ich denke, unterwegs schauen wir mal in der... Ja, dann schreibe ich mir Detective Ferris, wäre die nächste Aufgabe. Finde den Verdächtigen. Vielleicht machen wir auch erst das. Beziehungsweise stimmt nicht. Wir sollten doch eigentlich im Rathaus vorbeischauen. Das könnten wir unterwegs vielleicht erledigen, bevor wir wieder zum Kuhn-Versteck zurückkehren. Erstmal im Rathaus vorbeischauen. Wo ist denn das Rathaus? Oder wir könnten hier mal schnell vorbeischauen. Können wir da schon durch? Operation rechts, findet den Verdächtigen. Wir scheinen hier entlang zu können. Dann kümmere ich mich erst darum und danach gehen wir ins Rathaus. Obwohl, das Rathaus ist gerade in der Nähe. Wir könnten erst ins Rathaus und dann auf dem Rückweg, wenn wir zu Kuhn wollen, hier hinten entlang. Okay, wir machen das so. Wir gehen erst ins Rathaus. Gut. Ja, in der Zwischenpause, wo ich eine kleine Aufnahmepause gemacht habe, kam eine Meldung, dass wir einen neuen Artefaktplatz haben. Für ein großes Artefakt, wo ich dann schon mal den Blatinkuhn Freundbüro reingesetzt habe. Habe ich auch keinen anderen reinsetzen können bisher. Verliehen für herausragende Arbeit im Feld und umgehende Bezahlung der Mitgliedsgebühren. Erlaubt dir große Artefakte auszurüsten, die dir höhere Macht verleihen, um dich härteren Gegnern zu stellen. Das heißt, wir haben jetzt eine Macht von 73. Und jetzt gehen wir erstmal ins Rathaus. Dup, 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 dup. Kommt, Mietis, ich hab Bock auf Pornos! Iiii. Und das Schlimme ist, er meint tatsächlich Katzen ja, als Mietis. Macht von 60, wir könnten theoretisch euch in den Hintern treten. Auf dem Rückweg. Wie gesagt, er meint tatsächlich Katzen als Mietis. Für was braucht ihr Katzen, wenn ihr Lust auf Pornos habt? Ich meine ja nur. So, ne? Hallo, Frau Bürgermeisterin. Hallo, junger Mensch. Ich bin die Bürgermeisterin von South Park. Du freust dich sicher, hier zu sein. Also, hör zu. Du kannst mir vielleicht helfen. Diese neue Verbrechenswelle in der Stadt, das ist kein Zufall. Irgendeine Gruppe oder irgendjemand will mich in Verruf bringen. Je mehr Verbrechen es gibt, desto mehr Leute fordern meinen Kopf. Wer auch dahinter steckt, will, dass ich abgelöst werde. Ich brauche Leute wie dich. Bitte finde heraus, wer hinter der Verbrechenswelle in unserer Stadt steckt. Meine politische Existenz hängt davon ab. Sagen Sie alle meine Termine heute ab. Sie haben heute keine Termine, Ma'am. Hervorragende Arbeit. Weiter so. Okay, wir sind jetzt im Auftrag der Bürgermeisterin unterwegs, damit... Oh, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe das Bild. Damit wir ihre Gegner beseitigen. Begriff nach der Liebe. Okay, hier ist noch eine Schublade zum Öffnen. Kompendium der Kisten. Hallo. Schön, dass sich junge Leute noch für Lokalpolitik interessieren. Machst Wenn du ein die Selfie? Chefin dir nicht folgt, folg ich dir auch nicht. Machst du ein Selfie mit mir? Wer hätte nicht gern ein Foto mit der allerwichtigsten Frau im Städtchen? Na klar. Bürgermeister. Die hängen einen doch meistens zum Hals raus. Juhu! Gut. Immer schön beide so Ordnungshüter. So, dann können wir jetzt auch ein Selfie machen. Machen wir ein Foto, zukünftiger Wähler. Meine Stimme bekommst du nicht. Juhu! Jensen. Button? Im Namen des Bürgermeisterbüros, vielen Dank für deine Hilfe.
Machen wir ein Selfie? Weißt du jetzt, wer die Bürgermeisterin und mich arbeitslos machen will? Aber ja, ich nehme gern an Social-Media-Aktivitäten teil. Das ist so wichtig. Komm, wir lächeln mal. Johnson! Prima, vielleicht sehe ich das in den sozialen Medien. Vielleicht. So. Wir wollten jetzt auf dem Rückweg die Katzen-Typis mal ein bisschen verprügeln. Hier, Mietz, hier, Viertklässler. Ups. Was ist los? Hast du dich eingeschissen? Nein, ich will nur einen Vorteil. Hey! Hier, Pussy! Hey, ich hab geschlagen! Das hat sie nicht gemacht. Okay. Es ist ein großer Fehler, sich mit Kuhn und Friends anzulegen. Ist es. Er ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut. Beeilen wir uns. Daran bist du ja Spezialist im Beeilen. Schaden zu. Feinden. Feinden oder Feinden? Heck mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Feinden, gut, dann nehme ich euch beide. Wie ein Blitz. Ich spüre regelrecht das Herzblut. Viertklässler versohlen, geile Sache. Wow, wie toll. Ich bin Sechstklässler und verprügel kleinere Kinder. Und für mich dafür so toll. Erledigen wir das oder was? Mit Y mache ich immerhin zwei Leuten Schaden. Okay. Das gibt garantiert eine Narbe. Ja, sogar drei Leuten Schaden. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Ohne zu zucken, Respekt. Bei dir zucke ich doch nicht. Jungenkeit. Du konntest. Okay, angreifen kannst du. Kannst du angreifen? Ich sehe nicht, ob da jemand steht, den du angreifen könntest. Du könntest mich heilen. Oder nicht? Ja, du könntest mich heilen. Heilung! Vielen Dank! Okay, los geht's! So. X ist ein normaler Schlag. Y erhält einen Block und macht den Gegner wütend. B, eine Ladung, die Verlangsamung und Rückstoß verursacht. Gut, den da unten kriegst du nicht. Dann nehmen wir den. Wird mir nicht egaler sein. Oh! Ich fühle mich so schwer. Tja, schwer wie Blei. Haha! Ja. Alles okay, Super Craig? Klar, mir geht's super. Ich hab zurzeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Nein, wirst du nicht. Ich mach dich hier jetzt platt. Cool, Friends, für immer. Zeig uns, was du drauf hast. Ich könnte. Kann ich? Ich krieg sie nicht beide. Minus 30, minus 27. Minus 27 und Rüstung runter. Okay, nehme ich dich.
Netter Trick, Arschgeige! Ich bin nicht Arschgeige, ich bin Bunderarsch. Gefällt dir das, Viertklässler? In der Mittelschule gibt's davon noch mehr. Ich bin drin. Okay. Ja, du bist dran. Erledige ihn. Kleiner Rückschlag. Ein Rückschlag? Ich hab den erledigt. Kein Rückschlag. Minus 52. Minus 40. Nimm mir den hier. Federfaustschlag! Au! Hättest du dir mal bei deinem Kostüm so viel Mühe gegeben? Alter, sei froh, dass ich hier bin. Keine Streitereien untereinander, ja? Die Gruppe muss zusammenhalten. Ja! Ja! Fängst du jetzt an zu heulen, Zwerg? Immer auf Super Craig! Blitzfreak, zischt los! Dann komme ich nicht. Noch. Ich kann. So kann ich ihn besiegen. Ja, fantastisch! Woohoo! Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken! Sollten sie. Und lass die Katzen in Ruhe! Sophilie ist nichts Gutes. So. Jetzt können wir aber auch mal nach hier hinten. Und uns ein bisschen umsehen und die Taschen einsammeln. Looten. Gürtende Kettenrezept. Klebeband und Cheesy Poofs. Ich vermisse die Zeit, als Filme noch in 2D waren. Gibt's auch immer noch Filme in 2D. Aber ja, früher war ja alles besser, nicht wahr? Diese vermissten Katzen machen mich fertig. Oh mein Gott, krieg ich einen Pickel? Oh mein Gott, nein. Mit dem Fahrrad können wir nichts machen. Du? Was sagst du? Ich würde sagen, das ist auch mal ein interessantes Modestatement. Ja. Das ist das, was ich... Sagt aus, was ich von... meiner Religion halte. Oder von Religion allgemein. Sie sollte freizügiger werden. So sieht's aus. Das beste Statement überhaupt. Wir wollten. Moment, nein, wir wollten. Genau, wir wollten hintenrum um die Polizeimarke da, um den Verdächtigen zu finden. Und nach zu Kuhn und Friends zurückgehen. Die neuen Öffnungszeiten nie bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Okay. Ich freue mich auch, wenn wir da in die Bank kommen. Wann da endlich die Lava wegkommt. Das Kino? Hallo Kätzchen. Dann halt nicht. Oh, da kann ich wieder was zerstören. Oh, eine geheime Tasche. Eichhörnchen Nüsse Versteck. Meine Eltern waren gestern bis 3 Uhr morgens feiern. WTF. Ja und? Lass sie doch. Katzen verschwinden nicht einfach so. Wo sind sie? Keine Ahnung. Dürfen Eltern nicht feiern? Natürlich dürfen Eltern auch feiern. Hey, du. Hey, du. Willst du ein Selfie mit mir? Okay. Ja. Du wirkst irgendwie sympathisch. Huhu! Hundekacke. War denn nicht Hundekacke im Ernst? Wow, sehe ich echt so aus? Ich hänge den neuen meinen Kumpel ab. Ja. Oh, meine Haare. Kein guter Tag für ein Selfie. Ich will aber ein Selfie. Machst du trotzdem nicht. Zitrisonsaft. Kiste mit Zirkus. Was? Zirkus? Ich hab's nicht gelesen. Entschuldigung. Tüte mit Fritas. Hi. Willst du mit mir spielen? Das klingt falsch. Ich will nur ein Selfie mit dir machen. Vielleicht, wenn du mehr Follower hast. Ja klar. Die kleinen Rotzlöffel gehen jetzt schon mit. Wenn du mehr Follower hast. Okay, ich kann dir sonst aber auch nichts machen.
Mit den Windrädchen kann man bestimmt später auch noch was anstellen. Die sind hier ja überall. Falscher Knopf mal wieder. Ach, ich bin falsch abgebogen. Ich muss hier weiter zur Seite. Da sehen meine Augen noch was. Hier kommt der Bulldozer. Oh, wie süß. Brumm. Ich klaue euch mal eben eure Sachen, ja? Vorsicht, Kind. Das könnte gefährlich werden. Ich habe dich gewarnt. Lass mich da hoch. Kuchen. Ja. Ich klaue euch euren Kuchen und eure Sportflasche. Ich bin ein toller Superheld. Suchen wir den Verdächtigen. Hier hinten, irgendwo. Nehmt den kaputten Topf. Mahnverseuchter Aufschnitt. Ew. Käfer. Hasenfall. Ist das Haus des Verdächtigen? Nein, noch eins weiter. Tain. Du bist jetzt an seinem Unterschlupf. Finde einen Zugang, aber Vorsicht, er wird schwer bewaffnet sein. Den Wärmebildern nach ist der Verdächtige hinten im Haus. Okay, bin ich schon gespannt, wer das sein soll. Wenn die ein Kind vorschicken, das sich darum kümmern soll. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich hier schon was anstellen kann. Ich hatte ja irgendwo schon mal so einen Fall gesehen, aber ich bekomme es noch nicht auf. Und durch die Vordertür wird es wohl nicht gehen. Oder doch? Okay, wir gehen einfach durch die Vordertür. Sag mir nicht, es ist das kleine Mädchen hier. Ich habe ihr ja schon angedeutet, es ist bestimmt ein kleines Mädchen. Hier, die Drogenhändlerin. Die ist super schwer, tolle Kriminelle. Wir gehen erst aufs Klo. Ich meine, so ein Polizeieinsatz muss warten, wenn man aufs Klo muss. So ganz dringend mal. Na, was wird's? Mondfisch. Klar. Einfach mal ein Mondfisch. Moment, bevor ich gehe. Flasche mit Chipotle, Reiniger, Halstabletten. Wir waschen uns auch nie die Hände. Und ziehen auch nie ab. Nun ja. Ja, braucht das schon. Nicht wahr? Ist ja gar nicht unhygienisch. Lavendelöl. Wok-Magazin? Wok wird ja anders geschrieben. Wok wird, glaube ich, mit O geschrieben. Token benimmt sich echt komisch in letzter Zeit. Komisch? Oder wie ein totales Arschloch wie all die anderen Jungs? Ja, letzteres. Aha, spiel eine Karte. Ich blende mal kurz alles. Bild von der Baumstammfahrt mit, keine Ahnung was. Ich blende mal kurz dein Zimmer, während die hier Karten spielen. Das stört dich bestimmt nicht. Stoffballen, Volleyball. Süße Teddy hast du da. Kann ich helfen? Mach ein Selfie. Okay, warum nicht? Bevor ich dich festnehmen muss. Hier, seht ihr die größte Kriminelle. Nicole. Danke, wir sehen
Mittelalter-Selfie mit dem neuen. Hey! Ich wollte mir die Haare färben, aber dann müsste ich meinen Namen ändern in Haselnussblond. Vielleicht färbst du nur die Spitzen. Okay, du kriegst ein Mitleids-Follow, was soll's. Dich werde ich auch noch festnehmen. Red. Warum? Wo muss ein Rothaariger eigentlich immer wie... Naja. Blöde Schnepfen dargestellt werden. So, wo ist der Verdächtige? Im Garten. Klebestreifen, Klebezettel. Jetzt solltest du ihn sehen. Hey, wer bist du? Was machst du in meinem Haus? Du hast ein Messer. Angriff, Angriff! Besiege den Drogendealer. Was hast du in meinem Haus zu suchen? Stellung halten! Ich bin von der Polizei. Und du bist festgenommen? Au! Verdammt, was willst du von mir? Wahrscheinlich ist er gar kein Drogendealer. Meine Burg. Feuer erwidern! Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wahrscheinlich ist er gar kein Drogendealer. Ich mache hier gerade vollkommen umsonst jemanden unschuldigen fertig. Sag nein zu Drogen, Kids, sonst knallt. Verschwinde aus meinem Haus, verdammt. Du hast gewonnen. Hey, Fragezeichen. Schreckensklinge, Artefakt, Räubermaske und Währung. Ne, 25 Artefakte. Gut. Heilige Scheiße, du bist wirklich ein Superheld. Ein Degenerierter weniger, um den wir uns kümmern müssen. Greif uns doch mal wieder unter die Arme. Yay! Dann hoch auf die Polizei. Gutes Stück Tweak. Matte Milchkännchen. Ich bin in ein Haus eingebrochen, hab ihn angegriffen, überfallen und verschleppt? Und verschleppen lassen von der Polizei? Ich bin ein Held! Spaghetti-Schachtel, Spatflasche. Flaschenöffner, Pfannenwender. So, was war das für ein Artefakt, das wir bekommen haben? Und was für ein Kostüm? Für die... Ein Accessoire. Hm. Nein, danke. Artefakt. Ein neues großes oder ein kleines? Ein kleines. Wo? Da. Oh, die macht aber ganz schön runter. Hat 24333, hat 22333. 18222. 18222. Die beiden könnte ich tauschen, je nachdem, was mir das bringt. Mehr Ultimativkrafterholung, aber weniger Statuseffektschaden. Nee, ich bleibe beim Statuseffektschaden. Okay, dann können wir jetzt zu Kuhn and Friends Versteck zurückkehren. Wir sind ein toller Held. Cutman, ich war ein Held. Was ich nicht interessieren dürfte. Aber hey, ich war ein Held. Denke ich. Zumindest hat das die Polizei gesagt. Also wird das wohl stimmen. Um ihren Fall kümmern wir uns auch noch. Irgendwann des Nachts. Da holen wir die Macke ihrer Freundin auf. Ihrer Frau. So, dann gehen wir mal ins Kuhn und Friends Versteck. Was Cartman aber von uns möchte, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.